Eine schnelle Google-Suche würde dich glauben lassen, dass wir uns in der schlimmsten Rezession seit 2008 befinden. Hunderttausende von Menschen wurden entlassen, Unternehmen haben Billionen von Dollar an Börsenwert verloren und die Inflation ist unvorstellbar hoch. Gleichzeitig deuten aber einige andere Kennzahlen darauf hin, dass die Dinge ganz gut laufen. Wirf doch mal einen Blick auf die Liste der Milliardäre. Die große Mehrheit der Milliardäre hat in diesem Jahr deutlich zugelegt und die bekanntesten von ihnen am meisten. Elon Musk, 110 Milliarden Dollar mehr, Jeff Bezos, plus 47 Milliarden Dollar und Mark Zuckerberg, 58 Milliarden Dollar mehr. Dasselbe lässt sich auch über die meisten namhaften Aktien sagen. Netflix hat sich um 175% erholt, Meta hat sich um über 200% erholt und was Apple und Nvidia angeht, so stellen diese beiden Unternehmen gerade neue Höchststände auf. Apple hat eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar überschritten und Nvidia ist in den Billionen-Dollar-Club aufgestiegen und nicht nur diese großen Tech-Unternehmen sind gut im Geschäft. McDonald's? Allzeithoch. Louis Vuitton? Allzeithoch. Eli Lilly? Allzeithoch. Und selbst Bitcoin, eine der riskantesten Anlagen auf dem Planeten, hat sich um 100% erholt. Es wird dich also nicht überraschen, dass es dem S&P 500 auch ziemlich gut geht. Der Index hat sich um 27% erholt und ist nur noch 7,5% von seinem Allzeithoch entfernt. Auch die Inflation hat sich deutlich abgekühlt und liegt nur noch bei 4%. Wenn dieses Video erscheint, könnte die Inflation sogar bei 3% liegen. Auch die Schulden sind deutlich gesunken, von fast 1 Billion Dollar auf 644 Milliarden Dollar, ähnlich wie vor der Pandemie. Woher kommt also all diese Angst? Warum bereiten sich die Unternehmen anscheinend auf eine Art große Depression vor und warum sagen die Finanz-YouTuber ständig, dass der Zusammenbruch kurz bevorsteht? Oh, warte, das ist nur Clickbait, aber was ist mit dem ersten Punkt? Was wissen die Unternehmen, was wir nicht wissen? Sind all diese Aktienerholungen nur ein Täuschungsmanöver, bevor wir noch viel tiefer in eine große, böse Rezession stürzen? Oder wurde diese Marktkorrektur von Anfang an völlig überbewertet? Versuchen wir also die Mehrheit hinter der Rezession von 2023, auch bekannt als der große Reset, aufzudecken. Zunächst einmal, wir befinden uns nicht in einer Rezession. Wirtschaftlich gesehen ist eine Rezession definiert als ein Rückgang des BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen. Dies ist die Grafik des amerikanischen BIP der letzten 5 Jahre. Seit Beginn der Pandemie hat es keinen solchen Rückgang gegeben, aber Moment mal, waren wir nicht 2022 in einer leichten Rezession? Nun, wie so oft stimmt das nicht ganz, aber es ist etwas Wahres dran. Betrachtet man das reale oder inflationsbereinigte Bruttoinlandsprodukt, ist es tatsächlich von 20 Billionen auf 19,9 Billionen Dollar oder um 0,5% gesunken. Wie du sehen kannst, war der Rückgang praktisch nichts. Im Vergleich dazu beträgt der Rückgang im Vorjahr fast 10%, aber das ist nur das eklatanteste Problem, wenn man dies als Rezession bezeichnet. Zunächst einmal bezieht sich eine Rezession selbst nach der traditionellen Definition auf den Rückgang des nominalen BIP und nicht auf den inflationsbereinigten Rückgang des BIP. Deshalb ist die Rezession von 2020 mit einem grauen Balken markiert, während die vermeintliche Rezession von 2022 nicht markiert ist. Aber noch wichtiger ist, dass diese Regel nur eine allgemeine Idee ist. Wenn das BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen sinkt, dann geht es der Wirtschaft vielleicht nicht so gut. In Wirklichkeit gibt es aber viel mehr Faktoren als nur das BIP, um die tatsächliche wirtschaftliche Gesundheit zu beurteilen. Du solltest zum Beispiel auch die Arbeitslosenquote, die Lohnsumme außerhalb der Landwirtschaft, die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze berücksichtigen, um nur einige zu nennen. Hier ist zum Beispiel eine Grafik zur Arbeitslosigkeit. Sie ist fast auf einem historischen Tiefstand. Objektiv gesehen befanden wir uns also 2022 nicht in einer Rezession, aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Was ist mit der Rezession 2023 und 2024 und dem großen Reset? Nun, auch das wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Damit es zu einer Rezession kommt, müssen wir zunächst eine negative Dynamik aufbauen. Du weißt schon, Dinge wie steigende Arbeitslosigkeit, mehr Entlassungen, niedrigere Löhne und so weiter. Aber das passiert nicht nur nicht, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Wir gewinnen an positivem Schwung. Die Entlassungen haben sich deutlich verlangsamt und erreichten im Januar ihren Höhepunkt. Tatsächlich waren die Entlassungen im Juni diesen Jahres sogar niedriger als die Entlassungen im letzten Juni.
Das Lohnwachstum hat ebenfalls an Schwung gewonnen, denn April und Mai waren positive Monate. Außerdem hat sich, wie eingangs erwähnt, die Inflation gut abgekühlt und die Aktien der Blue Chips entwickeln sich besser als erwartet. Das heißt, die allgemeine Angst war einfach nur ein Fall, bei dem die Öffentlichkeit die Angstmacherei der Medien und von YouTube aufgesogen hat. Aber was ist mit den Big-Tech-Unternehmen? Deren Kurse stürzten anfangs durch den Ausstieg großer Wall-Street-Firmen massiv. Diese Leute haben eindeutig mehr Durchblick als die breite Öffentlichkeit. Warum hatten sie so viel Angst vor einer möglichen Rezession und vor allem vor den Zinsen? Bei weitem die Nummer 1, die als Killer für große Tech-Unternehmen genannt wurden, waren steigende Zinsen. Die gesamte Entwicklung von Big Tech fand in den letzten 15 Jahren statt, in denen die Zinsen buchstäblich bei Null lagen. Es gab also eine Menge Angst davor, wie sich hohe Zinsen auf diese großen Wachstumsunternehmen auswirken würden, aber diese Sorge hat einen fatalen Fehler. Die meisten der größten Technologieunternehmen der Welt sind gar keine Wachstumsunternehmen mehr. Ja, sie verzeichnen Jahr für Jahr immer noch irrsinnige Wachstumszahlen, aber das geht nicht auf Kosten des Gewinns. Traditionelle Wachstumsunternehmen opfern ihre Rentabilität, um Wachstum zu erzielen. Die besten Beispiele dafür sind wahrscheinlich Uber und alle Essenslieferungs-Apps. Aber das ist bei Google, Apple, Facebook oder Microsoft nicht der Fall. Ich bin mir sicher, dass du bereits weißt, wie profitabel diese Unternehmen sind, aber schauen wir uns doch einfach mal ihre jährlichen Nettogewinne an. Apple 112 Milliarden Dollar, Microsoft 85 Milliarden Dollar und Google 71 Milliarden Dollar. Glaubst du wirklich, dass diese Unternehmen plötzlich in Gefahr sind, weil die Zinssätze von 2% auf 5% steigen? Natürlich nicht, und das ist in den letzten 12 Monaten überdeutlich geworden. Nimm zum Beispiel Apple. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von 100 Milliarden Dollar, aber zum einen wurden die meisten dieser Schulden bereits vor einem Jahr aufgenommen, es ist also nicht so, dass Apple plötzlich viel mehr zahlen muss. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass alle Schulden von Apple von den Zinserhöhungen betroffen sind, ist das keine große Sache. Selbst wenn die Zinsen für Apple von 2% auf 7% angehoben wurden, geht es nur um zusätzliche 5 Milliarden Dollar. Es ist verrückt, das als nur zu bezeichnen, aber bei Apples Größe ist es wirklich nur. Bei einem Jahresgewinn von 112 Milliarden US-Dollar würden zusätzliche 5 Milliarden US-Dollar die Rentabilität nur um 4,5% verringern. Und das auch nur, wenn die Zinsen direkt auf den Gewinn durchschlagen würden. Du kannst darauf wetten, dass sie die Zinsen von der Steuer absetzen werden, sodass die tatsächlichen Kosten für die Rentabilität bei etwa 3% liegen würden. Mit anderen Worten, die meisten der großen Tech-Unternehmen sind von den Zinserhöhungen überhaupt nicht betroffen. Wenn wir nun über SPACs und Hype-Aktien sprechen, ist das eine ganz andere Geschichte, aber um ehrlich zu sein, haben diese es verdient, vernichtet zu werden. Unternehmen mit starken Fundamentaldaten hatten wirklich keine Probleme, aber das ist nur die eine Hälfte des Rätsels. Das andere Argument war, dass die Investoren kein Interesse mehr an diesen Unternehmen haben würden. Warum sollte man in Aktien investieren, wenn man mit Staatsanleihen garantiert 5% oder mit Anleihen für große Unternehmen 7% verdienen kann? Nun, da ist etwas Wahres dran. Wenn du ein konservativer Anleger bist, ist die Antwort gar nicht. Statistisch gesehen hat der durchschnittliche Anleger keine Chance, die durchschnittlichen Marktrenditen von 7 bis 8% zu übertreffen. Wenn du also mit Anleihen fast das Gleiche erreichen kannst, warum solltest du dann in etwas investieren, das viel riskanter ist? Die Antwort ist, dass dies buchstäblich die Aufgabe von großen Investoren ist. Obwohl sie den Markt nicht schlagen können, ist es ihre Aufgabe, den Markt zu schlagen. In den letzten 10 Jahren haben sie das am besten geschafft, indem sie in Big Tech investiert haben. Wird das wieder funktionieren? Das weiß niemand, vor allem nicht, wenn die KI große Sprünge macht, aber eines ist sicher. Trotz aller Ängste fließt eine Menge Geld zurück in die Technologiebranche, aber wenn es keine Rezession gibt und es den großen Tech-Unternehmen gut geht, warum haben wir dann so viele Entlassungen erlebt? Natürlich assoziiert jeder Entlassungen mit Rezessionen. Als also selbst die größten Unternehmen anfingen, Entlassungen vorzunehmen, nahm jeder an, dass wir uns in einer Rezession befinden oder kurz davor stehen, aber das ist nicht der Fall. Ein Großteil der Entlassungen wurde nicht durch einen makroökonomischen Trend verursacht, sondern durch mikroökonomische Trends in der Tech-Branche. Der mit Abstand größte Faktor, der die Dinge in den letzten Jahren aus dem Gleichgewicht brachte, war Covid. Als Covid auftauchte und damit Quarantäne und Lockdowns, konzentrierten sich die Leute natürlich auf Dinge, die sie zu Hause machen konnten.
Das bedeutete, dass mehr Zeit mit Netflix, sozialen Medien, Smartphones, Computern und dem Internet im Allgemeinen verbracht wurde, wodurch die Nachfrage nach diesen Produkten sprunghaft anstieg. Viele Tech-Unternehmen mussten ihren Betrieb sogar erweitern, um mit dieser Nachfrage Schritt zu halten. Das Problem war, dass viele dieser Unternehmen davon ausgingen, dass dies die neue Normalität sei und dass die Nachfrage weiterhin so schnell wachsen würde, weshalb sie massenhaft Mitarbeiter einstellten. Die Zahl der Mitarbeiter bei Google stieg von 118.000 auf 190.000. Die Zahl der Mitarbeiter von Facebook stieg von 45.000 auf 86.000 und die Zahl der Beschäftigten bei Amazon ist von 800.000 auf 1,6 Millionen gestiegen. Wie du dir sicher denken kannst, gab es für diese Unternehmen ein böses Erwachen, als die Leute anfingen, ihr Geld woanders auszugeben. Für Restaurantbesuche, Urlaube, Musikfestivals, in Geschäften, für Hobbys und so weiter. Die Menschen haben nie aufgehört, Geld auszugeben. Deshalb ist unser Bruttoinlandsprodukt weiter gewachsen, aber die Menschen haben ihren Technikkonsum zurückgefahren, sei es in Form von Zeit oder Geld. Das galt vor allem für pandemiespezifische Technologieunternehmen wie Zoom, die einfach ausradiert wurden. Zur gleichen Zeit, als sich die Wachstumsraten verlangsamten, gingen auch die Produktivitätszahlen zurück. All diese verrückten Neueinstellungen brachten natürlich eine Menge unproduktiver Leute in diese Unternehmen und die bestehenden Mitarbeiter wurden auch viel weniger produktiv, weil sie 10 Jobangebote verfügbar hatten, sodass sie auf keinen Fall Angst hatten, gefeuert zu werden. Im Grunde bedeutete das alles nur, dass diese Unternehmen es mit mehr Ausfällen und Aussteigern zu tun hatten als je zuvor. Aus offensichtlichen Gründen hatte dies für die Unternehmen einen großen Nachteil bei der Einstellung. Sie mussten nicht nur immer größere Vergütungspakete anbieten, sondern die Mitarbeiter, die sie einstellten, waren auch immer weniger effektiv. Für diese Unternehmen war das ein Szenario, bei dem sie nur verlieren konnten. Zum Glück boten ihnen Entlassungen die perfekte Möglichkeit, aus diesem Teufelskreis herauszukommen. All die Entlassungen, von denen wir in den Nachrichten lesen, sind also nicht wirklich ein Indikator für das gesamtwirtschaftliche Klima. Sie sind wirklich nur ein Hinweis auf die Tech-Welt, die nach dem Pandemiehoch tatsächlich eine Korrektur erfahren hat. Bei näherer Betrachtung befinden wir uns also nicht in einer Rezession, aber eine Rezession ist irgendwann unvermeidlich, allerdings weiß niemand, wann das sein wird. Wenn alle denken, dass es in 6 oder 12 Monaten soweit ist, weißt du, dass es definitiv nicht in 6 oder 12 Monaten soweit ist. Du kannst nicht mit einer Rezession rechnen, denn wenn du mit einer Rezession rechnest, wirst du dich auf den Abschwung vorbereiten und so verhindern, dass die Rezession überhaupt eintritt. Rezessionen entstehen, wenn die Öffentlichkeit zu viel Vertrauen in den Markt hat, was im Moment definitiv nicht der Fall ist. Am besten ist es also, wenn du nicht versuchst, die nächste Rezession vorherzusagen, sondern dich an einen soliden Investitionsplan hältst, der langfristig funktioniert, egal ob du einen breit gestreuten Index kaufst oder in Anleihen investierst. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.